Komm schon. Lauf so gerade, wie du kannst. Hallo? Wer zur Hölle bist du? Hallo? 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 Die Kirche. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen. Der Vater, der Sohn und der Heilige. Was war der dritte noch gleich? Bleibt einfach in Bewegung, ja? Der Vater, der Sohn und der bleibt in Bewegung. Was macht das denn schon? Der Vater des Sohnes und des Heiligens, der bleibt in Bewegung. Oder irgendwie so. Nichts in diesem Leben macht was. Bleiben wir in Bewegung. In Bewegung. Ja, dann beweg dich. Wer sind? Lauf so gerade, wie du kannst. Oh, charmant. Muss ich auch mal in meinen Let's Plays machen. Upton beschützen. Ah. Nein. Bitte nicht. Ey. Upton, Kumpel, nein. Wachen in der Nähe. Verpisst euch. Oh Gott. Das nehmen die nicht hin. Ich sagte, verpisst euch. Ich muss wissen. Also die nehmen es hin, aber die auch, oder? Nein, doch nicht. Hör auf! Was? Warum lässt man mich denn nicht mal in Ruhe pissen? Steck das weg! Ich bin wie ein Kind. Hey, das ist heiliger Boden. Dich werde ich lehre zu strollen. War was? So, war was? Nö, ich glaube nicht. Tu mir mal einen kurzen Beugen. Hilf mir, nicht wie ein Kind zu sein. Warte, bist du wieder hier. Sicherheit ist nur eine Illusion. Aber ja, ich habe Freunde. Was? Ich verstecke mich. Gut. Was du von mir denken musst. Ach, Mann. Warum kam die zurück? Ich glaube, die drei, die waren die nach... Welle. Die Welle danach. Die hätten eigentlich angreifen sollen, aber egal. Ich habe solche Angst um ihn. Oh bitte, beschütze ihn. Werd nüchtern, Kumpel. Wir bringen das am Morgen zu Ende. Du bist für immer mein Freund, Kenway. Hm. Nee, Kenway war schon lange nicht mehr besoffen. Upton Sorgen, oh Gott. Oh, eine Truhe. Eine Truhe. Truhe. Na komm, erbeuten. Ich mach das jetzt so lange, bis ich diesen Schlüssel habe. Unseren zweiten inzwischen. Oh, ich freue mich schon. Wie viel brauchen wir? 5, glaube ich. Warum zeigt es hier die... So. Das zeigt es gar nichts an. Naja, egal. Auf jeden Fall gehen wir zu dieser Templerjagd. Und machen weiter. Ich würde sagen, ich laufe einfach mal querfeldein, um zu schauen, ob ich die irgendwo von selbst finde. Hä? Woher weiß der das? Hallo? Ich glaube, sowas wie Steckbriefe gab es damals. Doch, warte mal. Fällt mir gerade ein, Assassin's Creed 3 gibt es ja nach... 4. Zeitlich gesehen. Ja, das wissen wir alle, dass ich ein Pirat bin. Mann. Aber ich bin auch dein Freund und Helfer. Nein, eigentlich nicht. Ich bin ein Pirat und ich töte dich, wenn du nicht sofort deine Kohle gibst. Na komm. Was? Ah. Hä? Was ist los mit dir? Mann, ich tue dir doch gar nichts. Ich könnte dich töten, aber ich tue es nicht. Warum? Hä?
Just for fun oder was? Also die Logik muss auch mal jemand verstehen. Einfach mal just for fun einen Passanten abballern. Sind wir hier bei 28 Weeks Later oder was? Heilige Bimbam Bumbi Biene. Bimbam Bumbi Biene. So, das scheint die hole ich mir jetzt auch noch. Komm. So. 4 von 5 Shanties in Nassau. Die Truhe, dann das Manuskript. Da erstmal die Truhe. Die sehe ich hier schon auf der Karte. Hallo. Ich hüpfe hier nur neben rein. Erbeuten. Boah, 20.000 Real. Ist was? So. Oh, falsche Taste. So, Datenbank. Letzte Einträge. Weltkarte 1570. Okay. Dokumente, Manuskripte. Eine Karte der Welt von Abraham Ortelius, dem Autor des Werks, das von vielen als erster Weltatlas gehandelt wird. Gehörte früher zu Peter Beckfords Sammlung. Ich würde mal gern wissen, wer dieser Peter Beckford ist. Schon ein krasser Mann, weil wenn meine ganzen Manuskripte nur von ihm handeln, oh Gott. Riesengebiet. Truhe, Atmungsfragment. Das mache ich jetzt noch und dann gehe ich mal in Richtung. Was ist denn Auftrag? Sag mal, habe ich Nassau nicht komplett. Ah ne, warte mal, das war Havanna, wo ich komplett erkundet habe, nicht Nassau. Ich dachte schon, hä, habe ich das nicht? Dachte gerade. Ja. Geht weiter. So, zu der Truhe da unten wollte ich hin. Das ist wahrscheinlich die. Ja, genau, das meine ich. Das ist die Schlucht, wo einfach in die Höhe gezogen wurde. Da ist immer noch die Galeone. Ich wette, da liegt immer noch die Leiche von Chamberlain rum. Von den Le Commodore. Die Truhe. Da ist Animus-Fragment. Und da ist die Truhe. Da kann ich doch nicht runterspringen. Das geht auch nicht. Oh. Da geht's. Gut. Es juckt mich auch nicht, ob die mich jetzt angreifen oder nicht. Kommt her, Jungs. So. Gut. So, das war's. Fertig. Erbeutern. 8 von 22, das heißt, es fehlen noch 14 Truhen. 14 Truhen. Krass. Wie viele Aussichtspunkte? 2, 4. 4. Nur 4. Tatsache. Aber ich kann ja mal kurz gucken. Moment. Fortschrittsanzeige. Hauptschauplätze bräuchte ich. Gut. Nassau. Thron, Shanties, Anrufsfragmente, Geheimnisse. Und die Aussichtspunkte sind die selber. Separat. Oh, 62, 90, 96, 100. Yay. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Yay. Ja, das war ja nicht wirklich schwer. Und da hab ich auch 100. Wow. Die erste. 90. Wegen dem Taschendieb. Und den Weißen von oben anspringen. Und dann das. Wow. No. Wow. Leute, ich glaube,
wir wissen, was ich am Ende dieses Let's Plays machen werde. Ich werde alle Missionen nochmal neu spielen, damit ich komplett in dem ganzen Spiel, also Hauptsequenzen, Nebenmissionen, Fundstücke und Nebenaktivitäten komplett 100% haben. Weil heilige Kacke. Aussichtspunkte hier. Nassau. Ja, es sind nur noch 4 Stück. Gut. Was wollte ich machen? Animus-Fragment. Okay. Zack! Hahaha. Na komm. Au. Oh, fuck. War das knapp. Hä? Hüpft da durch die Gegend. Mal schauen. So. Schlitz, Schlitz. Autsch. Ja, ihr seid doch so blöd. Ihr seid doch so dumm. Kopfnuss. Dumm. So. Fertig. Wo ist das Animus-Fragment? Ah, ich weiß, wo das ist. Das ist... Um genau zu sein, da. Da muss ich durch die Schlucht durch, die Treppen hoch und dann wieder umkehren. Wenn ich oben bin. Nicht, wenn ich unten bin, also an den Treppen. Ich bin gerade irgendwie aufgedreht. Weil ich mich einfach jetzt gerade total freue, dass man die Missionen nochmal spielen kann. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, man muss immer die Mission neu spielen. Wenn man die durchgespielt hat, war's das. Das dachte ich immer, aber Pustekuchen. Oh, ich freue mich gerade wie so ein kleines Kind, dass das funktioniert. Na komm. Oh, okay, so geht's auch. Na gut. Na gut. Das hätte ich auch mal hin. Boah, ich glaube, das mache ich jetzt. Checkdauer updaten. Oder Upgrades, Updates, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich habe 20.000 Real, die wollen ausgegeben werden. Hahaha. So. Eine Stunde nehme ich schon auf. Das ist ja wenig. Ich könnte noch locker 2-3 Stunden aufnehmen. So. What can I do today? Ach, keine Ahnung, was gesagt. Checkdoor Upgrades. Jagdkanonen. 4 nach vorne gerichtete Checkdoor-Kanonen. Jagdkanonen mit großer Feuerkraft und Stoppwirkung. Nehmt mir doch. Nehmt weg. Hat 3000 Euro real gekostet. Drehbassen. Was ich haben will, kann ich aber nicht. Brauche ich einen Plan? Da brauche ich Metall. Toll. Das habe ich schon. Na gut. Das will ich. Lager. Lager für Mörser. Das nehme ich. Frachtraum. Ui, ja, natürlich. Ich habe immer noch 13.000 Real. Stärke der Feuerfässer. Stärke der Drehbassen. So. An Waffen und Panzerung kann man nichts mehr ändern, oder? Nein. Lager für Mörser bestätigen. Lager für Feuerfässer bestätigen. Frachtraum bestätigen. Das war's aber dann auch schon, oder? Was kostet das? Ja, 1500. Ja, egal, das war's. Verkaufen. Was können wir verkaufen? Zucker? Ich glaube, wir haben noch einen Lagerraum für Feuerfässer offen. So. Jagdbeute habe ich nicht zu verkaufen, weil das will ich alles selber behalten, damit ich mir die Items alle herstellen kann. Kaufen. Checkdoor Upgrades. Lager der Feuerfässer. Genau, das war's. Fertig. Jetzt haben wir nur noch ein Lager. Plan Lager für Feuerfässer. Mit diesem Lager kann auf der Checkdoor eine riesige Anzahl Feuerfässer untergebracht werden. Ja, haben wir noch. Munition. Oh. Bestätigen. Gott sei Dank. Mörser. Bestätigen. Da habe ich kein Geld mehr für die Mörser geschossen.
Hä? Hä? Was habe ich jetzt? Hä? Was habe ich jetzt aufgefüllt? Ich habe 3 Sachen aufgefüllt. Oder waren es 2? Ah, ich glaube. Das hat, glaube ich, nur für die 11 Kugeln gereicht. Ja, ich glaube, das hat nur für die 11 Kugeln gereicht. Verkaufen will ich also nichts. Das passt so. Neue, stärkere Jackdaw. So. Verstärkte Jagdkanonen erworben. Die Jackdaw-Kanonen, ne? Ich glaube, ich nehme den Aussichtspunkt da ein. Wo ist denn der? Ach Mann, das ist ja leer. Treibgut. Das ist ja leer. Egal, nehmen wir das hier. Ach Mann. Ich hatte jetzt gerade voll die Hoffnung, so, wow, geil, Lagerhaus. Und dann ist es leer. Komm, da musst du jetzt getötet werden dafür. Als Strafe. Nein, Das ist außerhalb der Zone. Okay. Ich glaube, da laufen wir einfach querfett ein. Einfach durchlaufen. So. Was wollen die machen? Praise the Alarm! Preise den Alarm. Warum? Ups, da komme ich jetzt nicht hoch. Truhe ist da oben. Okay. Kriegt ihr mich überhaupt noch? Also ich zweifle eher daran, dass ihr mich überhaupt noch kriegt oder seht. Überhaupt sehen. Das könnt ihr doch gar nicht. So, Beutel, dann haben wir nur noch 13. Na komm, den wollte ich auch annehmen. So, hält sich in der Wand fest, ne? Das muss er auch mal erstmal hinkriegen. Jeder Kletterer kann davon ein Lied singen, würde ich mal sagen. Auch komisch, ich war mal mit der Schule, ist schon lange her, 4-5 Jahre. War ich mit der Schule in einer Kletterhalle. Da war ein richtiger Kletterer, also Kletterlehrer, war da dabei. Und hat gemeint, ich hätte die perfekten Arme fürs Klettern. Also ich muss sagen, Klettern macht Spaß. Muss ich ehrlich sagen. Es macht wirklich Spaß. Ich bin der geborene Assassine. Nein, es macht wirklich Spaß. Aber ich habe seitdem auch nichts mehr mit Klettern getan. Also so... Ja, normal klettern halt, das geht, so Mauern hochklettern, aber so normale Kletterwände, nichts mehr getan, muss ich ehrlich sagen. Naja, egal, Themawechsel, ich werde ein Assassine. Synchronisieren. Dann waren es noch 2, da hinten ist unser Jackdaw. Flagge habe ich von hier aus gesehen. Komisch, so viele Piraten in Nassau und wir haben das einzige Schiff mit einer schwarzen Flagge. Ist mir jetzt gerade so aufgefallen, da hinten haben wir eine englische. Das muss ich schon wieder aufstoßen. Mann, ne, da hinten haben wir eine englische Flagge. Warum bin ich, den? Oh, bin ich den? Komm, machen wir einfach auf den. Dann kommen die zwei Herrschaften dran. Burschens. Fertig. B öffnen. Na, was wird... Was wird denn hier denn? So. Bein gebrochen und... Das Genick auch, glaube ich. Es hat sich zumindest so angehört, als ob er das Genick auch gebrochen hätte gleich. So. Was haben wir hier? Ein Sumpf. Okay. Ist da irgendwas Spannendes? Alligator! Nein, Krokodil. Schade. Alligator!
So. Ah, Alligator, ich tue dir nichts. Puh. War was? Ich habe einen Alligator ge... Muss ich jetzt häuten? Sind das Alligatoren? Also ich... Ganz ehrlich, ich bin nicht gut in sowas. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen Alligator ist und einem Krokodil. Noch eins. Das finden wir doch locker. Na komm. Geh da hoch. Geh doch mal. Hallo? Kerl. Junger Vater. Das ist kein Krokodil. Was sind denn die? Dass ich jetzt nicht über unbedingt von einem überrascht werden. Weil das macht nämlich keinen Spaß. Von einem Krokodil überrascht zu werden. Ich erschieße die Leber aus dieser Höhe hier. Aus sicherer Anhöhe. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Und schon doch nicht. Immer dieses Gefühl, wenn man niesen muss und dann auf einmal doch nicht. So. Haben wir das auch gleich mal geholt. Schade, gar nicht. Tut ja nicht weh. Aber es tut weh, wenn ich jetzt keinen Alligator... Was habe ich jetzt die ganze Zeit mit Alligator? Nein, wenn ich den Krokodil jetzt nicht finde. War das das Einzige? Ach komm. Das schmerzt. Kann ich wieder von der Karte rauslöschen. Das ist nämlich die Truhe da hinten ein. Egal, ob der Geldgewinn gering ist. Es geht mir nicht um das Geld, es geht mir ums Prinzip, dass ich die Truhe überhaupt habe. Jetzt kommt es in diesem kleinen Sackgässchen von Tümpelteich, whatever, ist ein Krokodil drin. Ich bin auf dem richtigen Weg, gut. Hallo? 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 Hä? Was war das jetzt? Ah. Auch nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Erbeuten. Oh, das hat sich jetzt gerade so angehört wie... Das hat... Hallo? Das hört sich an wie Lindsay Sterling. Ich bin blöd. Da! Nein, nicht umdrehen, nein! Aber da hinten ist nochmal eins. Ach, Mano! Oh.